oder weiter hinten oben sieht man die, diese Erlen da oben, die Stauden und der Lerch. Die ahlen sich richtig im Wind. So, ah, die genießen diesen lauwarmen Abendwind. Und der streicht da durch und automatisch noch das Licht, das reflektiert. Und wenn man da hinschaut, macht man das gerade mit. Das ist ein Körpergefühl. Alljährlich veranstaltet der Bruno Gröning Freundeskreis in Österreich sogenannte Wanderwochen. Rund um die Bischofsmütze im Dachsteingebiet treffen sich die Freunde, um gemeinsam in der Natur Kraft zu schöpfen und Erholung zu tanken. Entstanden sind diese Wanderwochen Ende der 80er Jahre aus dem Wunsch einiger Freunde, gemeinsam Urlaub in den Bergen zu machen. Und so kamen die Freunde hier die ersten Jahre mit 30, 40, 50, 60 Freunden zusammen, um gemeinsam in diesem Gebiet die Berge zu ersteigen, die Natur zu erleben. Und sie haben gespürt, dass sie nach dieser Woche erfrischt, erquickt, gestärkt wieder nach Hause gefahren sind. Ja, und so haben sie das fortgesetzt und von Jahr zu Jahr sind es mehr Freunde geworden, die dabei sein wollten, die mitgefahren sind, sodass es heute so weit ist, dass wir diese Woche mit 650 Freunden hier am Fuße der Bischofsmütze stehen. Von hier aus werden die Wanderungen unternommen. Natürlich nicht alle auf einmal mit einer Gruppe, sondern es werden Gruppen von 20 bis 40 Freunden eingeteilt. Und es gibt viele, viele wunderbare Touren, die dann tagsüber gemacht werden. Und am Abend sind wir dann gemeinsam zusammen. Wir haben hier im Ort eine Möglichkeit, wo wir mit 650 Freunden zusammenkommen können. Und da werden dann diese wunderschönen Berichte erzählt, was die Freunde hier in dieser Natur erleben. Ich habe oft auch erlebt, dass ich in der Natur bin und dann auch die Gedanken und alles nach oben orientiert und in der Kraft, dass ich plötzlich merke, da kommt so ein ganz sanfter und liebevoller streichelnder Wind und streichelt und berührt mich da ganz sanft und ich spüre, dass der kommt auf, der Wind, der kommt plötzlich auf, jetzt auch, jetzt kommt plötzlich so ein Wind und dann das Herz öffnen und dann merken, das ist ja er, der mich hier berührt und mich streichelt. Und dann kann ich das aufnehmen und der Körper reagiert positiv darauf. Das ist ein Erlebnis. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel so zurückschauen, hier diese Halme, die sich da, das sind alles ganz kleine Fühler, wie hier an meinem Arm die Härchen. Das sind die Härchen der Mutter Erde. Und die, ah, die genießen da den Wind, wiegen sich im Wind. So ganz feine Fühler sind das. Und die machen genau das Gleiche wie unser Körper. Die nehmen jetzt das letzte Abendlicht und diese Windeinheiten in sich auf und das geht dann in die Erde rein. Das ist immer alles gleich. Der Körper ist genauso wie die Erde. Jetzt kommt so ein schöner Windstoß, nicht? Kühlt uns leicht ab. Genau hier reagiert das auch drauf. Oder weiter hinten oben sieht man diese Erlen da oben, die Stauden und der Lerch.
die ahlen sich richtig im Wind. So, ah, die genießen diesen lauwarmen Abendwind. Und der streicht da durch und automatisch noch das Licht, das reflektiert. Wenn man da hinschaut, macht man das gerade mit. Das ist ein Körpergefühl. Das ist etwas, da kann man nur stehen und gucken und aufnehmen. Und das habe ich halt, der Heilstrom hat mich sensibilisiert.